Wer weiß, vielleicht finden wir ja wirklich jemanden, der noch lebt. Okay, Leben tut hier ja ziemlich viel, ne? Begib dich in Richtung der Schüsse. Alles klar. Dann werden wir erstmal den hier niedernatzen. Komm mal her, du Lutscher. Ja, ja. Mumie kein Terror. Okay. Ah, okay. Damit können wir den Gegner am Boden erledigen. Alles klar. Da kamen die Schüsse her. Oh, da ist eine. Ich komme schon, Mädchen. Bleib da unten, Mädchen. Mädchen vor allen Dingen. Kann ja auch eine Transe mit einer extrem hohen Stimme sein. Naja, gut. Wir gehen da jetzt mal hin. Aber ich glaube, die hat einen weiblichen Namen, ne? Mandy. Wir wissen schon den Namen, bevor wir überhaupt da waren. Auch nicht schlecht, oder? Hilft dem Fremden. Alles klar. Wir helfen ihr. Ey! Bleib ruhig. Schieß nicht so viel rum, Mädchen. Ja, komm. Kommt mal her, ihr Spinner. Ihr Spinner. So. Okay, wir hätten jetzt nicht schießen müssen. Wir hätten auch genauso gut... Holy shit, are you okay? You mean aside from being lost in the woods, attacked by psychopaths, and watching two of my best friends die? Yeah, I'm Peachy. Sorry I asked. So, is it this bad everywhere? Man, I hope not. We got some survivors back at the ranger station that seem to know what's going on. But we didn't have time for orientation. Well then, let's get the hell back there. Love the idea, but we got kinda... volunteered to check a couple other places for survivors first. Just think of it as payback for the time that you volunteered us for the running of the bulls in Pamplona. Okay then. You want a tank point, or should I? You want to know what worries me? They're setting up an infirmary in there. Like, ich möchte why ihn are gerne they taking these people to a Sie hospital verschonen. I don't know, man. Whole situation is pretty messed up. You think? What's next? Razor wire and guard towers? That's not a bad idea, nee. Actually. We need to make things safer around here. Okay, sie kommt automatisch mit. Ja, ich musste immer so ein bisschen mitlesen, ne? Es ist immer so ein bisschen anstrengend, wenn man lesen muss und sich gleichzeitig so. Was war das denn? Konzentrieren muss. Irgendwie gerade standen sie gerade in der Luft. Okay, hier sind aber ziemlich viele Tote, ne? Wir könnten ja mal hier schauen, ob hier noch was ist. Ich meine, wo so viele Zombies sind, könnte doch auch etwas sein. Aber hier ist nichts mehr. Sehr schade eigentlich. Ich finde, da hätte man, wenn die schon hier den Fluss rüberkommen, hätte man hier noch irgendwas machen können, dass hier vielleicht noch irgendwelche Vorräte sind oder so. Als es noch vorher Menschen waren. Müssten wir mal schauen, wo wir dann noch hin sollen. Okay, sie heißt Maya. Ich habe, glaube ich, irgendwas von anderes gesagt. Mary oder so. Aber scheiß drauf. Fängt beides mit Emma an. Ist mir auch scheißegal. Können wir mal ein bisschen rennen. Die Ausdauer füllt sich eigentlich doch rasch auf. Ich glaube, wir verschwenden auch welche, wenn wir Nahkampf... Schaden machen, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Das werde ich beim nächsten Zombie mal tun. Vorhin war hier ja irgendwo noch, glaube ich, ein Zombie rumgelatscht, ne? Vielleicht treffen wir den. Ja, dann können wir den eins über die rüberziehen. Hier waren ja keine Überlebenden. Oh, da ist einer. Okay, testen wir das gleich aus. Tatsächlich. Es kostet uns Ausdauer. Nicht viel, aber ich denke mal in einer Situation, wo ganz viele Zombies auf einmal kommen und wo man vielleicht auch rennen muss, kann das doch schon ziemlich gefährlich werden, ne? Da ist irgendein roter Punkt. Ich sehe da was Rotes. Oh, der steht auf einem Baumstamm. Hallo. Zombiesprache kann ich leider nicht. Lass den mal da stehen. Der kann ja alles beobachten, wenn er will. So.
hier war ja der Anfang. Können wir uns ja ein Boot nehmen und uns alle verpissen, ne? Ich meine, genug ist ja da, ne? Machen wir eine kleine Kanufahrt. Naja. Alles klar, Sippo. Kleiner Spinner. Wäre aber auch mal nicht schlechter. Ein bisschen Kanu fahren. Vielleicht doch irgendwie so ein Zweier-Kanu, wo man dann noch so einen Zombie mit hinten reinpackt. Ja, komm. Die Schläge hören sich ein bisschen stumpf an. Finde ich immer ein bisschen ganz lustig, ne? Aber ja gut, dann müssen wir mal durch. Wir gehen jetzt mal hier rechts rum. Dann werden wir sie mal abliefern. Ich denke mal, sie freut sich, wenn sie in Sicherheit ist. Okay, wer freut sich denn darüber nicht, ne? Wenn er in Sicherheit wäre. Was ist das? Lake Cabins. Okay, das sind ja hier die wunderschönen Toiletten. Komm mit der Ziege. Du kriegst auch noch von denen rein. So, da. Oh, da sind auch noch einige. So, ja, das könnt ihr erledigen. Ich gehe mal. Ich glaube, auf die Weibertoilette war das. Oh, oh, oh. Okay. Jetzt haben wir einen absoluten Finishing gemacht. Ja, es müsste das Frauenklo sein. Das ist nämlich sauberer als das Männertoilettchen. Wobei, Frauen doch schon... Ich habe mal von der Frau gehört, dass Frauen doch schon ziemlich schmutzig sein sollen. Dass es gar nicht so stimmt, dass Frauen immer so das saubere Geschlecht sein sollen. Dann gehen wir mal aufs Männertoilettchen. Guck mal, die ist sogar abgeschlossen. Aufbrechen? Ja, komm. Okay, hier sind auch noch ein paar Versorgungsgüter. I'm lucky they didn't hear that. Oh cool, wieder ein Cricket-Schläger. Aber ansonsten nichts. Ihr seht es ja, die Toilette ist gar nicht mal so dreckig. Gehen wir mal weiter. Aber ich glaube, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen, oder? Können wir hier noch ein kleines Barbecue machen? Uns alle hinschillen. Dann gehen wir mal da lang. Genau da. Bei dem Gebäude waren wir noch gar nicht. Da vorne ist auch schon einer. Okay. Eins, zwei, drei. Für jeden was dabei. Ey, das reimt sich sogar. Komm mal her, du Spinner. Ja, komm. Kleiner Kackvogel, du. Und da vorne. Der will da irgendwie rein, ne? Oh. Einige. Ich geh mal hier runter. Komm mal runter, Mädel. Oh, oh, oh. Ich dachte eigentlich, dass da vielleicht ein Überlebender wäre. Warum gehst du da runter? Ich wollte ihn jetzt erschlagen. Ja, komm schon. Ich helfe dir. Irgendwie ein bisschen doof hier. Okay. Where'd you come from, anyways? Me and a couple guys from the unit came up here to do some deer hunting. You in the army? You don't miss much, do you? Anyway, we were on our way back when these psychos rushed us out of goddamn nowhere. What happened? You see me? You see Coltner Strand? Do the math. Where the hell am I gonna carry this? Hmm. Verwenden wir einfach mal. Wir sind schon voll. Ich finde, dieses Schnelldurchsuchen, das hätte man sich auch eigentlich erübrigen können. Hätte man einfach so machen können, dass man einfach nur Y drückt und man durchsucht dann halt schnell. Das hätte eigentlich gereicht. Was ergibt das denn für einen Sinn, da noch LB zu drücken? Aber egal. Gehen wir wieder raus. Okay, hier sind dann noch die restlichen Gebäude. Das Kampfsystem ist eigentlich ganz solide.
Wobei man da natürlich noch hätte ein bisschen Feinarbeiten reinbauen können. Aber gut, darüber lässt sich streiten, ne? Oh. Oh. Hast du was abgekriegt in deinem schönen Gesicht? Irgendwo ist hier noch einer. Ja, komm! Meine Güte, ja. Komm, du Schimmelkopf, du. Oh, was war das denn hier? Sind wir hier beim Wrestling, oder was? Okay, ist kein Problem. Du hast noch eins davon. Hallo. Wir haben eigentlich eins davon, ne? So, ja komm. Stechen wir ihn einfach nieder. Scheiß drauf. Ich hätte eigentlich noch einen Cricket-Schläger, aber egal. Alles ruhig hier. Hier ist noch ein Rucksack. Aber auch nichts drin. Dann gehen wir mal weiter. Oh, es ist jetzt doof, dass ich den Cricket-Schläger nicht auf Anhieb auspacke. Vielleicht muss ich den ja irgendwie hier ausrüsten. Ach, verwenden. Alles klar. Okay, okay. Schon kapiert. Simpo dumm. So. Hier kommt auch noch einer. Komm mal her, mein Freundchen. Oh. Habe ich der Alten auf den Kopf geschlagen? Sah gerade ein bisschen so aus, ne? Okay, und hier waren wir schon. Und da ist noch ein Zeltplatz. Da waren wir nämlich noch nicht. Da habe ich vorhin auch übersehen. Oh. Ist auch nicht schlecht, ne? Habt ihr das gesehen? Da stehen wir von 0 auf 100. Auch nicht schlecht. Hm. Sah gerade ein bisschen komisch aus, aber gut. Okay, hier drin waren wir nämlich noch nicht. Okay, hier ist ein Rucksack. Noch ein Rucksack. Nice. Scheint tot zu sein, das Ding. Ja, ist es? Was hat es denn da? Was ist das denn? Eine Axt im Kopf. Sieht fast so aus, ne? Okay, gut. Die können wir aber anscheinend nicht mitnehmen. Von daher werden wir mal gucken, dass wir vielleicht dann wirklich zurückgehen, ne? Oh, da wandert noch einer. Hallo. Ist das nicht heute ein herrlicher Tag? Die Luft ist so rein verpestet. So. So, und das Fahrzeug können wir auch nicht mitnehmen. Was natürlich voll schade und so ist. Aber scheiß drauf. Oh, was ist, bist du? Alter, was ist das für eine fette Sau? Ey, lass mich mal durch. Alter Schwede, was war das für ein fettes Ding? Oh, ich habe mich gerade voll erschrocken, ne? Okay, scheint nur irgendwie so ein fetter Zombie zu sein. Ich dachte, das Ding explodiert jetzt oder so. All quiet here. Aber war ich nicht schon im Baumarkt irgendwie drinne? Hm. Komisch. Na gut. Dann müssten wir jetzt alle Plätze abgestrampelt haben, oder? Eigentlich ja. Bin ich jedenfalls jetzt der Meinung, ne? Oder fehlt uns jetzt noch etwas? Vielleicht müssen wir jetzt ja trotzdem die ganzen Plätze absuchen, die ich am Anfang abgesucht habe. Was natürlich ein bisschen doof ist, ne? Aber wenn ich es machen muss, muss ich es halt machen. Da muss ich da halt nochmal überall hin. Ändert nichts dran. Verstehe ich zwar nicht so ganz. Hier ist auch so ein X. Markiert. Und kommt so eine alte rausgejumpt. All quiet here. Aber eigentlich war ich doch hier drin, oder? Naja, gut. Wir ignorieren das Ganze jetzt einfach mal. Was ist das hier? Ein paar Notizen. Ja gut. Scheiß drauf. Da vorne läuft auch noch einer. Hallo. Wie geht's dir? Du Kotstolle. Und da vorne ist auch noch was. Hier ist ja überall noch was. Alte Scheiße. Du machst mich fick und fertig hier.
Eine schöne Hütte am Rand. Oh. Auch einiges los. Terroristen kommen alle hier raus. Komm schon. Da kommt noch einer. Oh, das sind aber einige hier. Komm schon. Oh, dieser Smackdown-Angriff, den finde ich ganz cool. Ja, komm schon. Komm schon, die Spinner. So, jetzt sind wir mal drin. Ja, hier ist alles ruhig. Können wir ein bisschen schnüffeln. Das war zu laut. Okay, wir müssen uns verpissen. Ich hab's verstanden. Hier runter, 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 runter. Wir waren einfach zu laut, Leute. Alte Scheiße, komm, wir hauen ab. Oh. Oh. Ist ja gleich eine ganze Bande hier. Was geht hier ab? Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Guckt euch das mal an hier. Okay, Leute. Dann müssen wir uns jetzt mal verpissen. Wenn ich das mal so nett formulieren darf. Kommt ihr, Leute? Wir werden mal schauen, dass wir zu unserem Stützpunkt gehen. Oh, das sind ja einige. So, kommt, 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 kommt. Go, 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 go. So, da vorne ist der. Alte Scheiße, das war aber Action, ne? Oh, der rennt jetzt immer noch hinterher, der da hinten. Ja, Leute, ich würde aber trotzdem sagen, dass wenn wir jetzt hier drin sind, das erstmal Schluss ist und wir dann beim nächsten Mal weitermachen, wenn wir denn weitermachen. Ansonsten werde ich auf jeden Fall alleine weitermachen und eine Runde State of Decay zocken, denn das Spiel hat es doch schon ziemlich in sich und es hat auf jeden Fall irgendwo eine Art Suchtpotenzial, möchte ich mal sagen. What the hell? I thought you said you had survivors holed up in here. They were fine just a minute ago. Well, obviously not anymore. Guys, guys, come on. We gotta at least check the place. Somebody might have survived. Alles klar. Und wir werden dann eventuell... Ja, sag's. Yeah. Ach, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aufgeschlitzt, ne? Poor bastard. Well, let's see if he's got a wall on or something. What the hell, Ed? To check his ID, for Christ's sake. Ein bisschen Geld einstecken, ne? Oh, Scheiße! Ach du Kacke! That guy was dead. I swear to God, that guy, he was dead. How the hell does that happen? I don't know, man. Doesn't make sense. We can't stay here. Come on, let's grab what we can and get moving. Okay, und beim nächsten Mal werden wir uns dann von diesem Ort hier verpissen und natürlich noch vorher ordentlich die Portemonnaies und andere Dinge lernen. Bis zum nächsten Mal bei State of Decay. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.